Liebe Zuschauer, wie steht es bei Ihnen mit dem Vertrauen in die Deutsche Bahn? Die meisten Bundesbürger hadern ja im Grunde mit der Bahn. Wie sieht es aber mit dem Schienenverkehr in anderen Ländern aus, zum Beispiel in Nordamerika? Die Bank von Tobii Europe sieht hier Potenzial für die Zukunft. Warum und ob sich das als Investment lohnen kann, dazu jetzt mehr in Zertifikate aktuell mit Heiko Geiger von Tobel. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Hallo Frau Kösser. Ja, die Deutsche Bahn ist jetzt nicht so en vogue bei dem Bundesbürger, würde ich mal sagen. Aber warum sollte man eben in anderen Ländern, gerade in Nordamerika, auf die Bahn vertrauen? Nordamerika erlebt der Eisenbahnverkehr eine Art Renaissance. Und das ist vornehmlich durch den Containerverkehr, durch den Transportverkehr getrieben. Das liegt natürlich ein Stück weit daran, dass die USA die Konjunkturlokomotive derzeit schlechthin ist. Und wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, an 2009 hat ja quasi Warren Buffett den amerikanischen Eisenbahn den Ritterschlag gegeben, indem er nämlich Burlington Northern Santa Fe in sein Portfolio aufgenommen hat. Und demnach ist es derzeit für Anleger durchaus interessant, sich die nordamerikanischen Eisenbahnaktien mal etwas näher anzuschauen. Was könnte sich denn den Schienen da noch in den Weg legen? Nun, es gibt mehrere Triebkräfte, die gleichzeitig auch einen Risikofaktor darstellen. In erster Linie ist es momentan natürlich der gestiegene Ölpreis, der den Transport des Containerverkehrs mit LKWs natürlich sehr teuer macht. Hier hat die Eisenbahn natürlich einen Wettbewerbs- und Kostenvorteil. Gleichzeitig tendieren große Internethandelskonzerne wie Amazon dazu, große Güterverteilzentren zu bauen, die ich mit Eisenbahnen viel besser anfahren und steuern kann. Und dann haben wir natürlich das große Thema Fracking in den USA. Das heißt, das Pipeline-Netz ist erschöpft und vor allem auch nicht ausgelegt auf die neuen Gebiete. Das heißt, hier finden derzeit Transporte von Öl via Schiene statt. Und das ist natürlich gleichzeitig auch ein Risiko, was wir jüngst ja auch mit dem großen Zugunglück in Kanada, in Quebec, in den Nachrichten gezeigt bekommen haben. Wenn es hier natürlich zu entsprechenden Unfällen kommt, das rührt natürlich gleichzeitig eben auch Widerstand in der Bevölkerung, auch politischen Widerstand, und das kann natürlich auch entsprechend auf die Aktienkurse schlagen. Wichtig ist natürlich immer die Streuung dann, wenn ich investieren möchte, in unterschiedliche Werte. So viele kennen die Anleger aber wahrscheinlich gar nicht. Sie haben ein Basket zusammengestellt und wir gucken uns gerade mal an, was sich in diesem Basket befindet. Wonach haben Sie hier ausgewählt? Also wir haben in erster Linie Aktien ausgesucht, die Eisenbahnen betreiben, aber eben auch Unternehmen, die Produkte für die Eisenbahninfrastruktur herstellen, also für Triebwagen, Schienenbereich, Lokomotiven etc., um eben hier die gesamte Wertschöpfungskette der Eisenbahninfrastruktur in Nordamerika abzudecken. Und wir haben uns eben auch nicht nur auf die USA konzentriert, sondern eben auch auf Kanada, denn in Kanada hat eben auch das Thema Öl, Schieferöl, eine sehr große Bedeutung. Es geht darum, die Häfen an der West- und Ostküste zu beliefern. Und da spielt eben die Eisenbahn sowohl in den USA als auch in Kanada heute eine ganz bedeutende Rolle. Das sind jetzt ein Teil der Werte. Wir haben gleich den nächsten nochmal mit dabei. Alle in gleicher Gewichtung? Es sind 10 Aktien, die jeweils zu 10% in dem Basket gewichtet sind. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre. Da auch ein Stück weit implizit der Investmenthorizont. Also Anleger sollten eben in ihrer Investmententscheidung davon ausgehen, dass es eben hier innerhalb der nächsten 3 Jahre zu einem Kursgewinn bei den Eisenbahnaktien kommt, dass es eben hier zu einer positiven Entwicklung kommt. Und dann kann man eben mit diesem Basket-Zertifikat linear an dieser Wertentwicklung partizipieren. Das gucken wir uns auch gerade noch mal an, linear. Also 1:1 partizipiere ich im Grunde an diesem Basket mit, an der Entwicklung des Baskets. Das Zertifikat ist noch in der Zeichnung. Was heißt das genau? Das Zertifikat ist noch in der Zeichnung. Das heißt, Kunden, die jetzt schon das Zertifikat bei Start zugewiesen haben möchten in ihrem Portfolio, die können das Produkt zeichnen. Beim Start, also bei der initialen Fixierung des Produktes, wird dann die Zeichnungsgröße in das Portfolio der Anleger eingebucht und dann beginnt im Grunde genommen der Start dieses Zertifikates. Anleger, die nicht in der Zeichnungsphase dabei sein wollen, können natürlich nach Start jederzeit dann im Sekundärmarkt, börslich oder außerbörslich, dieses Zertifikat bei uns kaufen. Welchen Vorteil habe ich in der Zeichnung noch? Wenn ich erwarte, dass die Aktien deutlich zunehmen in der Zeichnungsphase, dann kaufe ich natürlich schon innerhalb der Zeichnungsphase. Auf der anderen Seite sind wir hier mit 20.09. schon kurz vor Zeichnungsende. Von daher kann man natürlich auch die erste Kursfeststellung dann in der nächsten Woche entsprechend mitnehmen. Dann gucken wir natürlich noch auf die Risiken, die hier mit einhergehen.
Welche Risiken, vielleicht können Sie es noch mal gerade erwähnen? Wir haben skizziert die Risiken, die natürlich im Basiswert enthalten sind. Politische Risiken, wirtschaftliche Risiken, die entsprechend da sind. Auch konjunkturelle Risiken, die bestehen. Auf der anderen Seite ist der Basket natürlich kein kapitalgeschütztes Produkt. Das heißt, Anleger müssen entsprechend für Kursverluste bis hin zum Totalverlust vorbereitet sein. Das ist natürlich als Zertifikat eine Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, das Emittentenrisiko der Bank von Tobel ist hier auch zu tragen und muss berücksichtigt werden. Und last but not least natürlich das Währungsrisiko. Die wir hier jetzt nicht mit erwähnt haben, aber Währungsrisiko, klar, natürlich ist klar. Ein wichtiges Risiko, was auch nicht außer Acht gelassen werden darf. Dann sage ich, Herr Geiger, vielen Dank, dass Sie da waren zu Zertifikate aktuell. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten hier einen guten Anstoß mitnehmen. Vielleicht glauben Sie auch an das Schienennetz, vielleicht vertrauen Sie diesem mehr in Nordamerika als eben dem hiesigen der Deutschen Bahn auch. Ich sage danke, dass Sie dabei waren, www.drf.fm. Da können Sie es nochmal schauen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.